Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Kölner Dom. Heute Abend spiele ich hier ein Konzert und ich freue mich sehr darauf. Mein Name ist Jörg Endebrock. Ich bin Kantor und Organist an der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis. Dort bin ich tätig seit Anfang 2020, also kurz bevor Corona losging, und hatte vorher Stationen in Freiburg und Wiesbaden. Zum Orgelspielen gekommen bin ich durch Zufall. Eigentlich wollte ich Oboist werden, hatte lange Jahre Oboenunterricht, auch Klavierunterricht, stamme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Osnabrück. Und eines Tages wurde der Dorforganist krank und es war dringend Bedarf nach einer Person, die ihn vertritt. Und ich war der Einzige im Dorf, der auch noch Klavier spielen konnte. Und so hat man mich quasi zwangsverpflichtet, den Gottesdienst an der Orgel zu begleiten. Nun war es so, ich erinnere mich gut an diesen Moment, wo ich zum ersten Mal am Instrument saß. Das war wie ein Erleuchtungserlebnis geradezu. Ich habe 4 Stunden auf dem Instrument herumgeklimpert und habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit verging. Und das war wirklich der Moment, wo mir klar wurde, das ist das, was ich eigentlich machen will. So muss sich das anfühlen, wenn man Leidenschaft für ein Instrument hat. Mit der Oboe habe ich es dann sein gelassen und mich dann ganz auf die Orgel konzentriert. Ich bin dann nach Hamburg gegangen zum Orgelstudium bei Rose Kirn vor allem und Jan Ernst und habe dort 6 Jahre studiert und meine A-Prüfung gemacht und hatte dann das große Geschenk, 2 Jahre noch in Paris studieren zu dürfen. Hatte ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und konnte dort bei Susan Landale besonders die französische Musik studieren und vertiefen. 1999 dann hatte ich meine erste Stelle in Freiburg im Breisgau an der Evangelischen Christuskirche, wo ich 9 Jahre wirkte. Und danach ging ich noch nach Wiesbaden, die hessische Landeshauptstadt, an der wunderschönen Lutherkirche. Ein Bau des Jugendstils mit 2 großen Instrumenten von Walker und Kleis. Und dort habe ich 11 Jahre gewirkt und diese beiden Instrumente genossen und eine große Chorarbeit aufgebaut. Wie gesagt, seit Beginn des letzten Jahres, Anfang 2020, dann der Ruf an die Hauptkirche St. Michaelis, wo ich hauptsächlich für die Chormusik zuständig bin, aber auch wesentlich den Orgelbereich mitgestalte. Wir sind zu zweit an diesem Ort und haben dort eine riesige Orgelanlage zur Verfügung. Eine Orgel, die insgesamt aus 3 Einzelorgeln besteht. Die große Orgel von Steinmeier, eine Konzertorgel heißt sie von Markussen, ein romantisches Instrument, und ein Fernwerk im Dachstuhl. Und alle 3 Orgeln kann man von einem Zentralspieltisch aus spielen. Insgesamt haben wir dann 147 Register zur Verfügung. Die Berufung an die Hauptkirche St. Michaelis war wie eine Art Lebenstraum, der in Erfüllung ging, denn ich hatte ja, wie gesagt, in Hamburg studiert und auch im Michel meine A-Prüfung damals spielen dürfen. Und es war immer ein großer Traum, eines Tages in diesen Ort zu kommen, der ein besonders magisches Raumerlebnis bietet, eine der schönsten Barockkirchen, die ich überhaupt kenne. Und es ist natürlich auch toll, an den Ort zu kommen, an dem damals Karl Philipp Emanuel Bach wirkte. Der war ja lange Zeit Kantor in Hamburg und liegt in der Krypta dieser Kirche begraben. Johannes Brahms ist quasi im Schatten der Kirche geboren und aufgewachsen, wurde im Michel getauft und konfirmiert. Auch Felix Mendelssohn Bartholdy wurde direkt neben dem Michel geboren, hat dann aber nur ein Jahr oder so dort gelebt. Aber diese Kirche atmet Musik und Musikgeschichte und das ist einfach sehr inspirierend. Ich habe Ihnen heute ein Programm mitgebracht mit 3 Werken der Spätromantik. 3 Komponisten, die heutzutage eher unbekannt sind und noch ihrer Wiederentdeckung harren, aus 3 verschiedenen Ländern. Einmal Oskar Fredrik Lindberg aus Schweden, dann Gerard Bönck aus den Niederlanden, der wirkte aber in Deutschland, in
Dortmund an der Reinoldikirche und zuletzt Joseph Armand Bonal aus Frankreich. Alle drei sind in den 1880er Jahren geboren worden. Lindbergh 1887 war Professor und Organist in Stockholm, hat neben auch hierzulande bekannten Werken wie dem alten Fürbitt-Psalm aus Dalarna Sinfonien geschrieben, Kammermusik, eine Oper nach Motiven von Selma Lagerlöf und eben auch eine herrliche Orgelsonate, die ich heute zu Beginn spiele. Es ist ein Werk voller Skandinavismen, also typischer skandinavischer Melodiewendungen und Harmoniefolgen, die, wie wir sie auch aus dem Werk von Edvard Grieg oder auch Jean Sibelius kennen. Dieses Werk hat einen eher nostalgisch wehmütigen, melancholischen Grundton. Es wird eröffnet durch einen elegischen Marsch, wo eine sehr dramatische, marschhafte Melodie wechselt mit lyrischen und betrachtenden Einschüben. Es folgen dann in der Mitte der Sonate zwei leise elegische Sätze, unter anderem eine Sarabande, die mit ganz rätselhaft mystischen Klangwirkungen arbeitet. Und zum Schluss dann ein dramatisch-virtuoser Schlusssatz, ein Allegro, das diese Sonate zu einem ungestümen Ende führt. Von Schweden gehen wir dann in die Niederlande. Gerard Bönck, geboren 1888 in Rotterdam, wollte eigentlich Pianist werden und hatte eine große Karriere als Pianist vor sich und verliebte sich dann in die Orgel, brachte sie sich quasi autodidaktisch bei und fing an, große Werke zu komponieren. Und hatte seinen Durchbruch als Organist 1910, als er in Dortmund beim Regerfest für den erkrankten Karl Straube einsprang und Werke Max Regers spielte. Und später wurde er dann an dieser Reinoldikirche, wo damals eines der größten deutschen Instrumente stand, Organist und führte dort Ende der 20er Jahre die Orgelfeierstunden ein. Also auch das, was wir hier in Köln seit vielen Jahrzehnten haben. Und wurde da einer der wirklich bedeutendsten deutschen Orgelinterpreten überhaupt. Das Werk, das ich heute spielen werde, ist ein Frühwerk. Das hat der knapp 20-jährige Bunk geschrieben. Variationen über ein altniederländisches Volkslied. Dieses Volkslied stammt aus dem 16. Jahrhundert und hat zum Thema den Kampf gegen die spanische Unterdrückung in den Befreiungskriegen im 16. Jahrhundert und ist ein sehr ernstes, düsteres Lied. Auch die Melodie ist sehr düster. Mit den Tonwiederholungen erinnert sie ein bisschen an das Lied Der Tod und das Mädchen, was wir von Franz Schubert kennen. Die Einleitung ist sehr dramatisch und sehr wild. Also man betritt förmlich dieses Schlachtfeld der Befreiungskriege. Danach erklingt sehr leise das Thema und danach sieben Variationen, die Klangfarbenpalette der Orgel wunderbar zeigen. Unter anderem auch eine Fandango, ein spanischer Tanz, das sicherlich einen Bezug zur Entstehung dieses Liedes darstellt. Gekrönt wird das Werk von einer Fuge und am Ende der Fuge wird in mächtigen Akkordblöcken die Melodie dieses Liedes noch einmal im Klang der vollen Orgel gezeigt. Gerhard Bunk hat dieses Werk sehr geliebt, er hat es oft auch selbst gespielt und er hat es auch vielen von ihm verehrten Komponisten zur Begutachtung geschickt, unter anderem Charles-Marie Widor. Charles-Marie Widor schrieb ihm dann, dass er sehr beeindruckt sei von der Tiefe der Komposition und von der Originalität der Ideen. Und auch Albert Schweitzer hat Gerhard Bunk sehr bewundert und geschätzt. Das letzte Stück, was ich spielen werde, ist von Joseph Armand Bonal, einer der französischen Komponisten, die wenig bekannt geworden sind, weil er relativ wenig komponiert hat.
Besonders zwei Werke haben ihn dann bekannt gemacht. Das ist einerseits der Zyklus, den ich heute spiele, Paysages Euskarriens, also Landschaften des Baskenlandes. Und daneben gibt es noch eine Sinfonie über den Choral In Media Vita. Die hat er dann kurz danach geschrieben. Bonal stammt aus Bordeaux, hat dann bei den bekanntesten Namen seiner Zeit in Paris studiert. Gabriel Fauré war sein Kompositionslehrer. Orgel lernte er bei Louis Vierne und Alexandre Guilmant. Er war dann lange Assistent von Charles-Marie Widor an Saint-Sulpice und auch von Charles Tournemire an Saint-Clotilde. Also wirklich an den ganz bedeutenden Kirchen. Er entschied sich dann dazu, Direktor des Konservatoriums in Bayonne zu werden, im Baskenland. Also eher eine Lehrtätigkeit auszuüben. Dort war er viele Jahre, über 20 Jahre, und hat auch bekannte, wichtige Komponisten ausgebildet, zum Beispiel Maurice Ohana. Er entschied sich dann aber Ende der 30er Jahre zurückzugehen nach Paris. Und nach dem Tode Tournemires wurde er dann dessen Nachfolger an der berühmten Orgel von Saint-Clotilde, also die Orgel, wo auch César Franck wirkte. Leider waren ihm dann nur noch wenige Jahre bis zu seinem Tod vergönnt, dort Organist zu sein. Er ist dann 64-jährig im letzten Kriegsjahr gestorben. Sein Zyklus Landschaften des Baskenlandes stammt vom Ende der 20er Jahre. Er reichte ihn ein bei dem Wettbewerb der Amis de l'Orgue. Das war eine wichtige Vereinigung in Paris zu der Zeit, die einen Kompositionspreis ausgelobt haben. Konkurrent in diesem Jahr 1930 war Maurice Durufflet, der diesen Preis dann auch gewann für seinen Veni Creator-Zyklus. Bonal bewarb sich dann wieder ein Jahr später mit seiner Sinfonie und dort gewann er diesen Preis auch. Das Besondere an dem Zyklus Landschaften des Baskenlandes ist seine unglaubliche Farbigkeit, also auch seine Harmonie. Die Harmonien sind sehr ungewöhnlich und sehr eigen. Man hört impressionistische Klänge, man hört Debussy, man hört durchaus auch seine Lehrer, aber es ist was ganz Eigenes, eine ganz eigene Klangsprache. Und im ersten Stück kann man förmlich hören, wie in dem Tal von Béologie, einem grünen, saftig grünen Tal in den Pyrenäen, wie der Morgennebel aufsteigt und wie die Sonne verschiedene Lichtspiele erzeugt. Und die hat er wunderbar eingefangen in diesem ersten Stück. Das zweite Stück, Der Hirte von Auscui, dem Stück liegt eine Schalmeienmelodie zugrunde, eine wehmütige Schalmeienmelodie, die zuerst ganz zitiert wird, aber dann immer nur in kleinen Fetzen abgewandelt und in immer neue Harmonien gekleidet wird, bis sie zum Schluss in der Voix Céleste, also in einer sphärischen Klangfläche, noch einmal erklingt. Zum Schluss dann eine grandiose Orgeltoccata, Cloche dans le ciel, Glocken im Himmel. Damit meint Bonal die Berge der Pyrenäen, die wie gigantische Glocken aufgehängt zu sein scheinen im Himmel. Und deswegen herrscht in diesem Stück auch Glockenthematik vor und es ist ein einziges Rauschen der Glocken. In der Mitte dann beruhigt sich die Musik und man hört eine Melodie, die ja förmlich einen gezackten Berg nachzuzeichnen scheint. Also auch hier die Berge der Pyrenäen als Thema, auch wenn man es nur quasi hört, wenn man es auch weiß. Zum Schluss wird dann diese Anfangsglockenthematik wieder aufgenommen und das Werk endet mit einem bombastischen, furiosen Finale. Ist eine der wirklich grandiosesten und anspruchsvollsten Orgeltoccaten, die ich kenne. Und wirklich wert, besser bekannt zu werden. Ich freue mich sehr, dass ich hier zum ersten Mal im Kölner Dom spielen darf, an dieser fantastischen Orgelanlage, die ja durchaus verwandt ist mit der Orgelanlage, die wir im Michel haben. Denn auch der Michel-Spieltisch, der zentrale Spieltisch, wurde von der Firma Kleis gebaut und sieht relativ ähnlich aus wie dieser hier. Wir haben noch ein fünftes Manual dazu, aber ansonsten ist es sehr ähnlich.
Und auch wir haben ja verschiedene Orgeln, die an unterschiedlichen Positionen in der Kirche sind. Also es wird sehr spannend sein, wie man mit diesem Raumerlebnis spielt. Gerade beim Bonal kann man sehr schön, gibt es viele Frage- und Antwortstellen, wo man die beiden Orgeln in Dialog treten lassen kann. Und ich freue mich sehr, dass ich diese drei Werke heute an dieser außerordentlichen Orgelanlage spielen kann, die genau die Klangfarben auch hat, die man dafür braucht. Und ich freue mich, wenn Sie heute Abend dabei sind und wünsche Ihnen einen spannenden und aufregenden Orgelabend hier im Kölner Dom.